Bin echt, aber ich brauche irgendwas auf meine Hose. Chips. Ja, die tickt rum, weil sie gesagt hat, ich mach doch nur Sweet Paprika. Und ich habe gesagt, Paprika ist fast das gleiche wie Sweet Paprika. Ja, aber die schmecken gar nicht gut, weil die sind total hart. Die Konsistenz weiß ich nicht, die ist scheiße. Die sind hart und total dick eher. Du hast dein neues Game entdeckt und was? Lords of the Fallen ist krass, ja. Also Prügler. Enshrouded? Ist es jetzt schon raus? Ey, Lords of the Fallen sieht wahnsinnig gut aus, ja. Aber Enshrouded ist schon draußen? Nee, aber die Demo ist free. Ach krass, da muss ich da mal reingucken. Das ist Minecraft in von Deutschen in Hardcore. Hardcore schön. Und ist gut, oder? Bis 22. Oder bis 22. Stufe 3 erhöht die Angriffskraft um 10%, wenn dein Schärfebalken im grünen Bereich oder darunter ist. Okay. Bis zum 2. Ja, da muss ich da wohl noch reingucken. Dankeschön. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den Betäubungswiderstand und den Angriffsboost. Nein, Rats, da kann ich nicht spielen, weil ich ein Rentner bin. Letztes total hart. Wollten, habe so wegen Vertrag geguckt fürs Handy. So uns einfach mal informiert, ne? Und es gibt einfach einen Young-Vertrag, ne? Also für junge Menschen, wisst ihr, wie lange der geht? Da wird es euch jetzt weghauen, ne? Ich kann euch sagen, wir sind alle nicht mehr jung. Alter. Ja, ich bin fertig, ich muss was die Leute auf der Vorne sagen. Was? Der geht bis 27. Escaroda Lords of the Fallen, der neue Teil von Lords of the Fallen, sieht richtig gut aus. Also wirklich, der hat bis jetzt nur gute Rezensionen bekommen. Und die Grafik ist abartig. Und es muss einfach auch sich richtig geil spielen. Und es sind total geile neue Sachen dabei. Also, heftig. Muss man echt sagen, heftig. Ja, Mischung aus Ark und Minecraft trifft es bei den Enshrouded sehr gut, ja. Also, ich kann dir noch 7 Jahre reden, Maxi. Du Angeber. Nehme ich die jetzt mit Angriffsboost und kritischer Blick einfach. Ich weiß es nicht. Das bringt Höchstmacht. Ich würde gerne den Verteidigungsboost mitnehmen. Was hast du jetzt noch auf deiner Rüstung? Maxi. Ja, nix. Lema. Was musst du denn jetzt machen? Ja, wenn du doch jetzt schon einen Lema drauf hast, dann schau doch, ob du noch einen Lema drauf kriegst. Irgendwie. Wo hab ich denn jetzt Lema drauf? Ja, auf dem Hüftring vom Ketsu ist Lema und Ding drauf. Jetzt schau ich mal gerade. Sieht ein bisschen wie Valheim aus, ja, zur Besserung. Maxi, du kannst einfach hier irgendwie... Ja, super, Lema. Du kannst es... Im Fähigkeitenmenü, mach ich grad. Achso. Mhm, auf den Ketsu-Handschuhe. Mhm, auf die Kulu-Handschuhe. Kulu-Handschuhe ist drauf. Nur auf den Kulu-Handschuhen und auf den Ketzerhüftring. Ja, dann let's go, Kulu-Handschuhe noch.
kann ich nicht machen. Okay, cool. Warum nicht? Nabel und Haut. Sollen wir eine Kuh zerfetzen? Müssen wir. Okay, let's go! Zur Berstung sagt, schnell wegstecken, auch sehr gut für GS, logischerweise. Aber Zur Berstung, es gibt da nicht voll Scheiße fürs Großschwert. Dann sollte ich lieber was anderes nehmen, oder? Ich will noch einen Apfel. Wir haben leider keinen mehr, das hätte ich schon reingemacht. Ich habe auch Bock auf Apfel. Oh. Warte mal. Wo ist die Pfanne? Hast du ein Gift-GS jetzt gemacht? Ne, die hat das Gift-GS schon ein bisschen, ja. Pookie habe ich, ja. Schnell wegstecken, auch sehr gut für GS, logischerweise. Was, wie bitte, Escaroda? Hier, und er meint, im Low-Rank sollten die Rätsel nicht so hoch sein, also geht's noch. Wurden die Monster schon mal vergiftet? Es wäre mir nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einen Pookie verkloppen. Hulu, ja, cool. Hä? Twitch spinnt schon wieder. Ist ja. Der Maxi-Tank aus Maxi? Ja. Yeah. Unser Twitch-Spin schon wieder. Hm? Ja, wir haben doch gerade heute zwei Follower gemacht, aber es ist nur einer gezählt worden. Kannst du? Vielleicht hat der andere auch direkt empfohlen. Mensch. Ey Mo, ich glaube nicht. Du stellst die richtigen Fragen, Maxis Badewasser. Das wird nicht verkauft. Du hast nicht entfolgt, oder? Ich wollte eigentlich nur wissen, ob du noch da bist, weil ich habe gerade auf unser Twitch-Ding geguckt und das hat irgendwie zwei Follower gehabt heute und ich habe irgendwie einer hat uns verlassen. Don't leave us. Wir sind heute. Ach Gott, was ist eigentlich dein Lieblingsmonster? Hey Mo. Also Badewasser kann man auch verkaufen, habe ich gehört. Seitdem ich von dem Badewasser weiß. Tifa, was geht ab? Schön, dass du da bist. Oh hey, hallo Tifa, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ukanlos. Wie geht's dir, Tifa? How was your day? Tifa. Lol. Einfach der Gerät, ja. Was, lol? Geht's wie stets, uns geht's superb. Der eine verlassene Viewer war vielleicht ich am PC. Jetzt wird entspannt am iPad geschaut. Nee, es ist ein Follower, kein Viewer. Red. Viewer habe ich nicht im Blick. Da würde ich, glaube ich, an Depressionen sterben, wenn ich Viewer im Blick hätte. Ich glaube, das ist Selbstmord für jeden Streamer, außer man ist. Ja. Ich achte eigentlich nur darauf. Wer schreibt, ja. Ja, wer wirklich schreibt. Das ist das, worauf wir achten. Das Einzige, also wenn jetzt jemand so gar nicht schreibt und ich vermisse jemanden, schaue ich schon mal nach, ob der vielleicht im Lurk ist oder so. Kann ja sein, dass er beschäftigt ist, das ist ja kein Thema. Aber ich mache mir immer so schnell Sorgen, dass die Leute nicht mehr kommen oder uns hassen.
Boah, das war eigentlich ganz gut. Also ich habe gerade den True Charge gemacht und das waren 178. Vermiss wen? Das ist ja cute. Ja, die Maxi vermisst alle Viewer, die wir... Nee, das stimmt nicht. Nein, die Maxi vermisst die meisten Leute, die da sind. Also ich habe so einige, die ich ab und zu schon vermisse, ja. Ordentlich aus gegen das KQ. Ja, die... Ja, da ist krass. Also die Maxi achtet da eigentlich schon drauf. Also wir wissen auch immer, wer da ist. Also... Das ist alles falsch, was ich sage. Wir wissen nicht immer, wer da ist, sondern wir achten sehr darauf, wer da ist. Also so die Thematik ist halt, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß als Carola, wenn du jetzt da warst heute, weiß ich das auch noch morgen und übermorgen. Genau, ja, und so. So. Zum Beispiel war der Rest ein Tag nicht da, ein Tag, ne? Und ich habe mir so Sorgen gemacht. Vor allem, weil der Rest sogar angekündigt hat, dass er nicht da ist. Ja, ja. Hast du gesagt. Wir hatten das so darüber geredet, drei Tage vorher oder so, ja, was macht ihr so am Wochenende und so, was geht und bla bla bla. Dann hat er das erzählt und dann war er weg und ich habe einfach nicht verstanden, wo er ist. Ach, damit. Ja, ich mach. Ah, aber diese 178 war noch ohne Boost. Also man macht ja diesen Seilkäfer-Boost. Warte, ich kann es dir jetzt genau sagen. Ja, oder nicht? Ja. Und was geht bei dir so tiefer? Was hast du getrieben? Übrigens, Keki Senpai ist mein Bot. Aber es ist schön, dass du ihn begrüßt. Er ist immer sehr, sehr einfach und alle ignorieren. 272 True Charge mit Boost. 272, das ist doch schon ganz geil. Aber ist, kann das sein? Vielleicht habe ich eben es falsch gemacht, weil 100 Schaden mehr, nur dass ich den Boost anhab, das ist halt schon krass. Warte, vielleicht kann ich es jetzt nochmal. 296. Jetzt mach ich grad so schauen. Ja, aber 296 ist das schon ganz fett eigentlich. Oder? Ja. Also macht auf jeden Fall viel mehr Damage als ich, würde ich mal sagen. Ja, man muss halt auch durchgehen. Ne? Schon wieder falsch gemacht. Geil ist, den Spielkäfer, wenn man den Boost macht, dann kann man relativ schnell zum Monster, wenn man kurz ein bisschen weiter wegsteht. Voll geil. Ja, ja, ich glaube, ich hab's gegessen. Aber hast du, mach mal eine Empfehlung, bitte. Meinst du Feuer? Axonom, ja. Ich hab ein bisschen Mist gebaut gerade. Du sollst dich nicht zuchargen. Ich dachte, er kommt zurück. Da, wo der höchste Angriff mit passabler Schärfe ist. Ja. Oder Magna Male machen und sein GS dann. Okay. Max, der Poison, der ist ja.
Das müssen wir jetzt aber wechseln, so wie es ausschaut, weil das dann so viel Damage macht. Boah, jetzt leck mich doch am Arsch, cool, du Jagd und cool. Meine Waffe schärfen. Wow. Oh, Sedge, hast du nicht getroffen, ne? Nee, ich hab. Ja, genau, Maxi muss mehr DPS carry. Hey, ich mach auch. Ich spiel gar nicht mehr so schlecht, ey. Alle hacken immer nur auf den Doc rum. Nee, ich glaube, der Doc macht mehr Schaden als ich. Ich darf halt auch sau oft machen. Der scheiß Stein. Und voll auf den Kopf, gib dir. Es war auch nur ein Liebesnecken, alles gut. Du bist ja nicht der einzige Escarola. Alle hacken auf mir rum. Irgendwer muss es ja abkriegen, man mag die nicht schubsen darf. Ja, das stimmt aber auch wieder. Da hast du doch wohl recht. Ja, aber für konstruktive Kritik bin ich zu haben. Hier liegt auf dem Boden, wir brauchen mehr Füße. Warum hast du das bekommen, was du gebraucht hast, mein Schatz? Nicht mehr. Alter. Wir streamen schon wieder lang. Ich würde sagen, wenn du das gekriegt hast, was du gebraucht hast, können wir kurz nochmal Magna Male probieren, oder? Ja. Aber macht es dir Spaß? Hm. Nicht? Weiß ich nicht, ob mir das Großschwert gerade Spaß macht, um ehrlich zu sein. Alter, du machst halt übel viel Damage. Wenn du 297 das mache ich nicht. Ja, dafür muss man auch erstmal treffen. Ja, Mann, Sieger. Ja, das ist aber halt einfach normal. Dass es nicht immer funktioniert, mein Schatz. Du hast so eine niedrige Frustrationsgrenze immer, wenn es darum geht, dass du dir selber ein bisschen Zeit lassen sollst mit dir selbst. Aber würdest du sagen, mit dem LS machst du mehr Schaden? Ich würde eher sagen, anders, konstanter. Ja, aber mehr Schaden ist wichtig. Konstant ist ja, das, weißt du, das ist halt das Problem. Es kann halt pauschal halt irgendwie. Also, ich kann es pauschal halt nicht sagen. Weil, gut, du machst halt so deine Two-Shot-Slashes. Ist ja alles cool und gut. Da sind auch die Zahlen relativ hoch, ne? Aber wenn du halt so 20 Sekunden quasi fast gar kein Damage rauskriegst, das bringt ja auch nichts. Escarola sagt, Fallen könnten beim Treffen helfen, habe ich irgendwo gehört. Wir können, glaube ich, noch keine Fallen machen, oder? Hallo, Captain Death, was geht ab? Hallo, Death, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich muss mal kurz die Sachen hier machen. Das war ich nicht schon machen, oder? Irgendwas vom Kudo. Dir geht's gut? Sehr schön. Kulu, ja, Kulu. Ja, du brauchst die Handschuhe vom Kulu. Außer da ist schnelles Wegstecken drauf. Meine Handschuhe? Ja. Voll spannend. Was hast du denn für Handschuhe an? Maxi mag, glaube ich, Großschwert nicht mehr. Da schnell ist der Stickenkauf. Echt, oder? Ja. Jetzt da.